vielen Dank. Freut mich auch wieder hier dabei sein zu können und werde versuchen, die üblichen Slides so schnell wie möglich durchzuziehen, damit wir dann zu den kritischen Fragen kommen können und da dann auch gerne ein bisschen ins Plaudern kommen. Ich habe die Überschrift für den Vortrag ein bisschen provokanter gewählt mit Ist Daniel diesem Betrieb noch ein Legal Techie? Was so ein bisschen auch Einblick geben soll auf diesen Wandelungsprozess, der bei uns bei Hengeler ja auch erfolgt ist. Und ich versuche das immer so unter dem Legal Tech 2.0 zu verstehen, was wir da haben. Deswegen würde ich vorab noch ein paar Worte sagen zu Hengeler Müller und wie bei uns das Legal Tech Center strukturiert ist. Dann würde ich nochmal einen kleinen Blick zurückrufen, wie so die Anfangszeiten waren von Legal Tech, die sicherlich alle ganz gut kennen. Und dann einen Blick darauf werfen, was wir unter Legal Tech 2.0 verstehen, wo wir da hinwollen. Und dabei dann auch immer einen kleinen Seitenkommentar dazu geben, wie das bei uns dann praktisch aussieht und wo unser Fokus liegt. Also starten wir durch. Hengeler Müller kennt vielleicht der ein oder andere schon ganz gut. Von all den Sachen, die hier draufstehen, ist für den Legal Tech Beauftragten der letzte Punkt wahrscheinlich einer der wichtigsten. Unsere Anwälte rotieren. Sie rotieren auch zwischen den Praxisgruppen und sie sollen alle einmal alles grob kennengelernt haben. Das macht einen durchaus wichtigen Unterschied bei der Wahl von Tools und inwieweit diese Tools einheitlich über alle Praxisgruppen strukturiert sein müssen. Ja, alle 18 Monate wechseln bei uns die Associates die Anbindung und danach sollten sie reibungslos weiterarbeiten können. Das war eine nicht ganz unwesentliche Komponente bei diesem Wandelungsprozess. Zum Legal Tech Center, das macht 5 Dinge. Davon natürlich Tools und Services, das kennen wahrscheinlich die meisten und Legal Tech Operations. Aber was das Legal Tech Center auch betreut, ist die Beschaffung von IT als auch von Legal Tech, sei es Hardware, Software, Outsourcing oder gar auch Legal Outsourcing. Das würde dann über das Legal Tech. Hallo? Ja, hallo. Wir hören Sie zumindest gut laufen. Und über diese IT-Compliance würden wir auch Rules, Guidelines und ähnliche Dokumente erstellen, um dann hier in der Praxis dann sie einfließen zu lassen. Wir betreuen auch Innovationsprojekte. Wir haben zum Beispiel mit Slaughter & May den Legal Tech Incubator Collaborate, der jetzt in seiner dritten Runde ist. Wir betreuen ein Innovationsprogramm, das kanzleiintern ist, wo Associates und Mitarbeiter neue Ideen vortragen können. Und wir versuchen auch immer, New Services zu erkunden, die wir unseren Mandanten anbieten können. Dazu, 4. Säule, Digital Education. Wir versuchen im Bereich der Awareness um Digitalisierung und Legal Tech mehr zu tun. Das ist geknüpft an Digital Literacy. Da machen wir so kleine Coding-Schulen, erklären, was ist eigentlich Programmierung. Wir laden zu Themen ein, was ist eigentlich die Cloud, welche Compliance-Aspekte gibt es da zu berücksichtigen, was sind so aktuelle Trends bei Mandanten und Unternehmen. Was ist eigentlich ein CRM, was ist ein CMS und wie spielt er das E-Signing mit rein? Da versuchen wir ein bisschen aufzuschlauen, um halt den Markt auch besser verstehen zu können, wie das in der Beratung sich spiegeln könnte. Ferner schauen wir auch in den Rechtsmarkt, inwieweit da neue Trends entstehen und beraten dann halt die Partnerschaft, inwieweit man sich darauf einstellt. 5. Säule, das ist so ein bisschen die Kern nach außen. Das, was wir an Erfahrungen sammeln und unser Wissen bei der Beschaffung von Legal Tech und IT-Diensten als auch Komponenten, das bieten wir nach außen an, fungieren damit so als Gateway für die Beratung und öffnen uns da zunehmend auch so Themen der digitalen Transformation generell, da wir hier selber auch schon einiges erlebt haben. Das grob so zur Funktion des Legal Tech Centers, vielleicht ein bisschen irreführend, dass der Legal Tech so groß draufsteht. Ich finde es wiederum nicht so schlecht, weil es Legal und Tech schön zusammenbringt, die Komponenten. Wer jetzt sagt, ich will jetzt endlich wissen, welche Tools bei Hengeler sind, der braucht nur den QR-Code scannen, dann wird er auf die Webseite geführt. Da haben wir schon 5 Beispiele. Alle anderen, die noch aushalten, da führe ich nochmal ein bisschen was zur Struktur weiter, weil ich glaube, das ist so aus organisatorischer Sicht einmal wichtig zu verstehen.
Wir verstehen das Legal Tech Center als ein Zentrum für die Strategieentwicklung zur Umsetzung einer digitalen Transformation end-to-end, also vom Sounden des Anbieters bis hin zur Anpassung im Engagement Letter, Abstimmung mit Berufshaftpflicht, Versicherung. Das sind alles Komponenten, die wir von Anfang bis Ende betreuen. Der Fokus liegt primär auf der Transformation der juristischen Arbeitsweise, aber nicht ausschließlich. Je näher an der anwaltlichen Arbeit, desto mehr ist das Legal Tech Center drin. Bei normalen IT-Beschaffungsvorgängen machen wir halt meistens nur die Vertragsarbeit. Wir sind ein Kommunikator, wir erläutern viel und wir versuchen, das Auge zu öffnen für digitale Veränderungen in der Umwelt. Das Team besteht aus Vertretern aller Praxisgruppen und Business Services. Das sind so circa 20 Personen aus Juristen, Projektmanagern und IT-Experten. Erst zu dieser Krake des Legal Tech Centers, das von Tools bis hin zu Innovationsprojekten versucht, alles abzubilden. Aber jetzt nochmal ein kleiner Blick zurück. Wie ging das eigentlich alles los? Und da spreche ich für Hengel und Müller als auch wahrscheinlich für viele andere Kanzleien. Es ging los mit einer Vielzahl von Tools. Das ist jetzt einfach per Zufall ausgewählt, was hier so einblendet. Aber irgendwie hat jeder diese in den Anfangszeiten von Legal Tech einmal ausprobiert. Und man sieht es auch ein bisschen an der Clusterung. Das waren damals alles so Insellösungen. Die haben ein Problem adressiert, das behoben, aber waren für sich allein. War man auf dieser Insel, hat alles gut funktioniert, hat man dann aber versucht, darauf aufzubauen, war man dann wieder in Word und konnte nicht so ganz die Vorteile mitziehen. Mit der Zeit hat man zwar versucht, da Konnektoren aufzubauen oder vielleicht eine Import-Export-Funktion zu ermöglichen, aber unter den Strich waren das alles kleine Insellösungen, wo Daniel Düsentrieb, so der Titel, sich austoben konnte, aber nicht so wirklich auf das gesamte Mandat ausstrahlte. Was war so typisch für Legal Tech 1.0? Meistens wurde es nur bei herausragenden Mandaten genutzt. Da hatte man dann halt Ressourcen und war im Zentrum des Interesses. Meist gab es auch nur eine spezifische Herausforderung. Entweder musste eine Vielzahl von Dokumenten schnell geschrieben werden oder ein Entwurf erstellt werden. Das konnte ein Mensch nicht. Oder eine Vielzahl von Dokumenten nach einer bestimmten Klausel durchsucht werden. Das konnte in der Form Mensch nicht. Hat man es dann mit dem Tool geschafft, dann war natürlich die Begeisterung groß. Da musste man dann auch nicht wirklich viel können, außer das Tool ordentlich einzusetzen. Und das ist der andere, dritte springende große Punkt. Man hat die sonstige Arbeitsweise im Team und im Mandat einfach nicht berührt. Man hat es an den Tool-Experten abgegeben, der hat seinen Teil geleistet. Und danach konnte das Team so weitermachen wie eh und je. Also es war eigentlich nie ein echtes Change Management erforderlich. Also großes Interesse, große Begeisterung und man musste nicht wirklich ein Change Management betreiben. Also war es eigentlich für den damaligen Legal Techie ein easy win, dafür Begeisterung zu sorgen. Was waren die Folgen daraus? Die Folgen waren ein Tool für jedes Problem. Der Einkauf und der Markt reagierten, die Toolanzahl wuchs. Mit der Zeit entwickelte sich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Anzahl der Tools, ja, die Anzahl der Probleme, die man lösen kann, auch ein Indikator für die Versiertheit des Legal Techs in einem Unternehmen oder einer Kanzlei waren. Soweit, so gut. Das hat aber auch eine ganz dunkle Seite. Denn meistens hing von diesen Inseln der Tools war eine starke Abhängigkeit gegeben zu Power-Usern, die wussten, wie das funktioniert. Man rief sehr schnell nach einem anderen Tool und warf das erste Tool weg, wenn es irgendwelche Probleme gab. Man hatte diesen Geschwindigkeitsverlust, wenn man von dieser Lösung verschwand und zur nächsten ging. Dann anderes Thema, Compliance. Waren die Tools wirklich in der Data Retention Policy berücksichtigt? Wurden Backups gezogen, so wie sie sollten? Hatte man die 43E-Zustimmung des Mandanten eingeholt? Musste die überhaupt eingeholt werden? Wie ist es bei Third-Party Risk Assessments? Das waren alles dann Prozesse, die sehr händisch waren, wenn man immer für jedes einzelne Problemchen ein neues Tool gelöst hat. Und unterm Strich war das vielleicht alles nicht so effizient, wie man dachte. Da müssen wir weg. Wir wollen eigentlich zu einer Welt hin, wo diese Probleme nicht sind und wo diese Inseln harmonisch ineinander greifen.
Und wenn wir uns über mal einen Prozess überlegen, wo das ganz gut passt, und ich hatte es ja auch eingangs gesagt, ich mache den Einkauf auch, dann können wir hier so ein schönes Beispiel aus der Procurement-Welt ziehen. Wie läuft denn so ein Vorgang ab bei uns, wie eingekauft wird? Wir legen einen Vorgang an, da wird analysiert das Vertragswerk, dann kommen gestaffelte Entscheidungen, dann kommt es zur Dokumentenerstellung, dann soll das versendet werden, dann soll das geprüft werden. Das Ganze lässt sich wunderbar eigentlich automatisieren. Vorgangsanlage kann SharePoint sein, kann auch ein anderes DMS oder ein Listensystem sein. Dann kann das Ganze analysiert werden, vielleicht mit KI, die wesentlichen Punkte herausgelesen werden. Auf Basis dieser Informationspunkte wird eine gestaffelte Entscheidung getroffen, die entscheidet, ob wir ein spezifisches NDA bräuchten, vielleicht ein DPA oder noch andere weitere Schritte unternehmen müssen in der internen Organisation. Auf der Basis werden die Dokumente erstellt mit der Dokumentenautomatisierung. Dann muss das natürlich auch raus an den Gegenüber. Dann wird geprüft, ob im Idealfall gleich das richtige Dokument unterschrieben wurde. Bei elektronischen Signaturen ist dann ja das Abprüfen des Dokuments als solches gar nicht mehr so wirklich erforderlich. Und dann geht das Ganze in die Ablage. Und man sieht hier an dieser Prozesskette, dass eine Bandbreite von Applikationen genutzt werden, davon auch ein großer Teil von Funktionen, die, sagen wir mal, vom Mutterschiff kommen. An die kann man nicht einfach so andocken, ohne dass das ganzheitlich geprüft und integriert ist in den Abläufen und auch im Risikoüberwachungssystem eines Unternehmens. Entsprechend haben wir aber, wenn das gelingt, die volle Geschwindigkeit, denn wir greifen hier mit den Lösungen ineinander. Und wir haben auch, wenn das ordentlich, weil es muss auch ordentlich eingeführt werden, damit es greift, und auch einen compliance-konformen Hintergrund. Das heißt, wir wollen also an eine Welt, in der wir nicht nur die einzelnen Tools haben, sondern wo auch die Prozesse und die komplette Architektur sich um unsere Abläufe dreht. Und wir, glaube ich, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen, als nur zu sagen, wir wollen die IT-Architektur revolutionieren. Nein, wir wollen eigentlich die komplette Architektur einer Kanzlei oder eines Unternehmens verändern, was ich so ein bisschen mit Sprung zur Legal-IT-Architektur meine. Aber der Reihe nach. Was ist die IT-Architektur? Die Summe aus Software, Hardware, Schnittstellen und Management. Wie gesagt, beim LegalTech 1.0, da haben wir immer nur so ein bisschen auf die Software geguckt, statt alles zu sehen. So, das ist aber der erste Schritt. Das ist das, was schon, glaube ich, jeder IT einem predigt seit 10 Jahren. Führt bitte die Tools ordentlich ein mit einer Bedarfsanalyse und dann können wir das alles berücksichtigen. Das ist alles bekannt, aber wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Wir müssen in dieses Spiel unsere Prozesse mit einbeziehen als formbares Element, denn durch Software sind neue Prozesse möglich. Und wir müssen dabei ins Spiel bringen unsere Compliance-Richtlinien, denn deren Einhaltung können wir auch durch Software ermöglichen. Und schlussendlich ist der nächste Schritt, all diese Elemente zu nehmen, zu verstehen, dass diese formbar sind und ein Konzept zu erstellen, wo all diese Komponenten verwendet werden. Das heißt, für die Transformation der Kanzlei oder des Unternehmens muss das komplette Orchester gespielt werden. Nicht nur das IT-Orchester oder nicht nur das Orchester in der Mandatspraxis. Nein, wir müssen alle Elemente nehmen und uns vor Augen führen, dass das formbar ist. Jetzt erklärt sich vielleicht auch, warum das LegalTech Center eine relativ breite Zuständigkeit hat. Es ist nicht so, dass wir alles entscheiden, aber wir laufen überall mit und versuchen als Kommunikator mit guten Argumenten für die richtige Art und Weise zu sprechen. Die Vorteile daraus sind, wir haben einsatzbereite, verlässliche und effiziente Prozessketten. Da muss nichts konvertiert werden. Da ist für alles vorgesehen und das System selber leitet den Prozess. Gerade in der Compliance- und Engagement-Prozess für Legal Procurement ist man, glaube ich, deutlich besser aufgestellt, weil man nicht in Handarbeit ein jedes Mandat bei Panel Reviews oder Information Security Prüfungen aufschlüsseln muss. Ein System, das für alle gilt, vielleicht Variationen hat, aber dann dadurch leicht abbildbar ist. Blick darauf, jetzt macht es vielleicht in seiner Gesamtheit etwas mehr Sinn, warum diese breite Aufstellung gegeben ist. Aber jetzt nochmal
Jetzt kommt ganz konkret, was hat das dann für die Tool- und Servicelandschaft für Hengele Müller bedeutet? Blenden wir mal die anderen Dinge aus. Für uns hat das bedeutet, dass wir die Tools, die wir auch in Hülle und Fülle hatten, die mal mehr oder mal weniger genutzt wurden, die haben wir stark gekürzt. Also ich schleife noch immer ein paar mit rum, aber auch da ist der Rotstift schon sehr nah. Und das Ziel war es, bestimmte Servicelinien zu erstellen. Mit Servicelinien meine ich jetzt nicht, dass wir das als Produkt oder als Leistung nach außen isoliert anbieten, sondern ich meine damit, das sind Services, die wir als integrative Leistung der Mandatsarbeit zusätzlich anbieten, aber aus dem Legaltext hinterher heraus. Da sind folgende Services entstanden. Zum einen das HM Connect. Das ist schlussendlich, im Kern liegt darunter HighQ. Wir bilden mit der Plattform HM Connect, was auf HighQ aufbaut und mit ein paar Konnektoren noch ein paar andere Systeme der Kanzlei andocken. Also zum Beispiel DMS ist verbunden, als auch über einen SQL-Connector andere Datenbanksysteme. Über dieses System bilden wir die Möglichkeit ab, nicht nur Projekträume zu hosten für Kollaboration, sondern wir bilden auch immer das Mandat, eigene Projektmanagement darüber ab. Das ist der erste Dienst, den wir angeboten haben. Und die Idee ist, dass HM Connect als zentrale Plattform für alle Legaltech-Dienste der Kanzlei fungiert. Sowohl für rein interne Zwecke als auch, wo wir mit Mandanten zusammenarbeiten. Entsprechend haben wir HM Connect so auch ausgerichtet, dass wir andere Tools verbinden und deren Daten einlesen können. Und damit kommen wir zum zweiten Dienst. Das sind die HM AI Review Services. Da, wo wir Due Diligence-Dienste oder eDiscovery-Dienste anbieten, sind wir in der Lage, die dadurch gewonnenen Informationspunkte in HM Connect zu übergeben und auch da einzuspielen. Und in manchen Fällen können wir es auch aus HM Connect heraus steuern. Somit ergänzt sich das für den Anwender, das ist eigentlich kaum zu erkennen, wo da die Übergänge sind. Er sieht nur eine Plattform. Das dritte ist, was wir integriert haben, sind die Automated Drafting Services, wo man mit Textautomatisierung einzelne Dokumente oder Serien von Dokumenten erstellen kann. Im Gegensatz zu HM Connect und HM AI Review Services nutzen wir das gar nicht so flächendeckend, weil die Erfahrung gelehrt hat, dass bei einer Kanzlei wie Hengele Müller selten Dokumente schablonartig erstellt werden können. Wir können durchaus einzelne Vertragsentwürfe erstellen, aber die wahre Arbeit liegt eigentlich in der Individualisierung dieser Verträge und der Mehrwert, der durch die Textautomatisierung in der Form geschaffen war, war eher begrenzt. Wo das System wirklich sehr gut fliegt, das sind Massenverfahren im Litigation-Bereich und das sind Konstellationen, wo eine Vielzahl ähnlich strukturierter Tochtergesellschaften Corporate Docs erstellt werden müssen. Da hat es durchaus einen Mehrwert, aber dass das jetzt für die Erweiterung der Muster dient, das hat sich bisher nicht so wirklich als mehrwertbringend erwiesen. Hingegen HM Connect und AI Review Service, das sind die Dienste, die sofort angenommen wurden und auf Begeisterung stießen. Und das waren Dienste, die auch wirklich gut integrierbar waren. Aber ich glaube, das hängt auch immer ein bisschen so mit dem individuellen Mandatsetting ab. Und zu guter Letzt viertens die Translation Services, wo wir Übersetzungssoftware als auch den Übersetzungsdienst, ja, den humanen Übersetzungsdienst integrieren, um da halt ein Angebot für Übersetzungen anzubieten. Ja, bei allen vier Diensten ist immer ein Routing mit integriert, wo entschieden wird, welche Spur wäre jetzt nun das Beste, welches Tool oder welchen Modus der Betreuung durch das Legaltech Center wäre jetzt der Beste. Das wäre integriert für den Nutzer, der das anspricht, der bekommt dann davon gar nicht so viel mit. Da übernehmen wir und geben ihm das fertige Produkt dann zurück.
So, und das war's. Mehr haben wir jetzt erstmal nicht. Wir haben das massiv runtergekürzt. Das sind diese vier Dienste. Da liegt der Fokus und die sind sauber eingeführt und integriert. Alles andere haben wir jetzt ein bisschen zurückgekürzt, um halt hier den reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Wir integrieren das jetzt immer weiter mit Office 365, so dass hier dass die Grenzen fließen werden und halt auch mit dem Dokumentenmanagementsystem, so dass wir nicht in irgendwelchen Parallelwelten arbeiten, sondern dass die Dokumente dann auch wieder direkt da zurückgespielt werden, wo sie herkommen. Ja. Und das hört sich immer so leicht an, ist aber wahnsinnig viel Arbeit, weil man sehr, sehr viel erklären muss, durchaus an den Verträgen noch einiges schrauben muss, damit es am Ende rauskommt und vor allem diese Prozesse designen muss mit den Möglichkeiten, die diese Tools bieten. Und damit auch schon so ein bisschen zum Ergebnis kommen. Ich glaube, die Zeiten von LegalTech 1.0, wo Daniel Düsentrieb rumrannte mit dem Bauchladen voller Tools, die sind vorbei. Das ist unterm Strich einfach nicht effizient, weil es immer eine Einzelanfertigung ist für ein Produkt, was eigentlich replizierbar ist. Das war eine schöne Zeit. Wir haben, glaube ich, alle viel gelernt. Aber die wahre Herausforderung liegt mit den Möglichkeiten von LegalTech und den Möglichkeiten, die die sonstigen IT-Systeme bieten, eine echte Transformation des Unternehmens zu ermöglichen. Und die zweite wahre Herausforderung dabei ist, nicht nur einen Blick auf die IT zu werfen, sondern sich auch zuzutrauen, die menschliche Arbeit damit zu verändern. Und das ist auch so ein bisschen wofür ich ein bisschen werben möchte, ist zu verstehen, dass alles von Software, Hardware bis hin zu den Prozessen als auch Best Practice ist alles eine Einheit und auch formbar. Und das ist, glaube ich, die neue Herausforderung von LegalTech. Und zur Frage, ist Daniel Düsentrieb noch ein LegalTechie? Ich glaube nicht. Es sei denn, er ist jetzt zu so einem Transformator geworden, der wirklich auf die Arbeitsweise, vielleicht auch ein bisschen auf die Kultur innerhalb eines Unternehmens einwirkt, damit dann seine Tools Erfolg haben. Ja. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, der bei uns auch hier im Hause lief in den letzten Jahren. Wir machen im Moment eine sehr, sehr große digitale Transformation durch. Das ist nicht nur auf LegalTech beschränkt, sondern geht halt auch, sag ich mal, an die Grundfesten der IT-Architektur. Und damit kommen halt einfach neue Herausforderungen einher, insbesondere wenn man Blick auf die Cloud wirft. Das bedeutet auch eine große Sensibilisierung der gesamten Mitarbeiter, insbesondere dann auch, inwieweit mit Mandaten da umzugehen ist. Und das ist eine Transformation. Das sind, glaube ich, die neuen Herausforderungen von LegalTech. Tja, und ob Daniel Düsentrieb sich dem annimmt oder nicht, sei ihm selber überlassen. Jedenfalls glaube ich, dass das die neuen Herausforderungen sind. Damit würde ich sagen, ist, glaube ich, so ein kleiner Blick darauf geworfen, wo wir den Fokus sehen, wo wir die Aufgaben sehen. Ich glaube, man hat jetzt schon ein bisschen herausgehört, dass LegalTech-Tools allein es nicht mehr sind. Der Fokus liegt einfach auf der Transformation. Und ich würde damit auch sagen, dass das LegalTech damit auch wieder ein Stück näher ja, in die Mandatsarbeit gerückt ist und raus aus dem Backoffice. Ja, und für all die, die sich das jetzt im Nachgang anschauen, würde ich dann sagen, frohes neues Jahr, je nachdem, wann die Videos eingestellt werden, und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Meine Kontaktdaten sind eingeblendet und freue mich jetzt auf die Diskussion.